Einen wunderschönen guten Nachmittag von meiner Seite. Ja, wie angekündigt, werden wir uns jetzt einem Thema widmen, nämlich einem Thema, das uns in unglaublicher Geschwindigkeit erreicht hat und ich möchte sogar fast sagen, momentan gerade überrollt, nämlich dem Thema mobile Lösungen, Mobile Devices, wie wir die einsetzen. Gleich vorab, hier geht es jetzt weniger um den Bereich, den ebenso dominanten Bereich der mobilen Endgeräte, der Smartphones, die Telefone, die wir entsprechend benutzen, sondern hier geht es jetzt primär um den Bereich der Tablets, also diejenigen Geräte, die doch mit ein wenig größerer Fläche schon verschiedene Anwendungen zulassen. Sie haben vielleicht schon gesehen, ich stehe jetzt nicht am Rednerpult, ganz bewusst, so nicht, weil ich den Platz nicht gefunden habe, sondern weil ich hier ein kombiniert mit eben unserem Partner Samsung hier ebenfalls ein innovatives Präsentationsmedium, nämlich ein E-Board hier verwenden werde, das einerseits ganz klassisch auch weiterhin PowerPoints und andere Dinge ablaufen lässt, aber vor allem auch die Interaktivität zulässt. Ich kann Sie auch nur dazu einladen, dass nach der Präsentation, wo ich nur ganz, ganz wenige der Fähigkeiten kurz ankratzen werde, dass Sie da im Nachhinein vielleicht auch gerne direkt was ausprobieren können. Die Kollegen von Samsung sind da bestens bereit, dass sie Ihnen ein bisschen was zeigen. Das ist ganz spannend, was man auf solchen, nicht nur eben Monitoren, sondern auf solchen E-Boards, die sich durch den Touchfähigkeit auszeichnen, was man da machen kann, also im Sinne von wie eine Tafel in der Schule etc. Also ich werde beim Vortrag hier nur die absolute Oberfläche kratzen. Ja, Tablets. Ja, jeder redet davon, sind die jetzt wirklich wichtig? Ja, spätestens zu Weihnachten, wenn die Jugend zu Hause das haben möchte. Aber nicht nur das, die Zahlen sind unglaublich dominierend, beeindruckend. Mit welcher Wucht diese Tablet-Welt eigentlich auf uns, aber auch auf die Hersteller zugekommen ist. Und ich möchte es am besten demonstrieren, indem ich ein paar, wirklich nur ganz, ganz wenige Statistiken Ihnen auch zeige, wo wirklich klar wird, in welcher Dominanz das Thema bereits bei uns da ist. Die Tablets sind im Vormarsch. Was ist dabei vor allem im Vormarsch? Also nicht nur, dass die Tablet-Zahl für sich sehr stark am Wachsen ist. Sie sehen das hier an den grünen Balken, die eigentlich erst kürzlich, 2010, sozusagen begonnen haben zu wachsen. Nein, in Relation, und das ist vielleicht das Beeindruckende, in Relation zu einer PC-Welt, die über Jahre gewachsen ist, natürlich gewachsen ist. In der Einleitung haben wir es gehört, ja, wir haben alle diese Geräte zu Hause, aber in welcher unglaublichen Geschwindigkeit hier plötzlich dieses Medium, und das ist wirklich die Tablet-Statistik, das ist nicht nur zusätzlich noch die Smartphones, also mit den Geräten, die mobile Welt ist diesbezüglich noch mehr im Steigen, sondern die Tablet-Welt, mit welcher unglaublichen Geschwindigkeit die bei uns angekommen ist. Interessant ist natürlich, ja, die ist angekommen, diese Geräte sind in den Haushalten schon teils vorhanden oder in absehbarer Planung. Interessanterweise ist allerdings der Schwung jetzt weniger aus der Businesswelt herausgekommen, sondern sehr stark hat hier der Consumer mitgeprägt. Ja, das ist zu betrachten. Ich würde sogar behaupten, dass eigentlich die Businesswelt, der Umgang mit den Tablets in Unternehmen, dass der seinen eigentlichen Sprung erst vor sich hat. In analoger Weise, wie jetzt auch diese Tablets steigen, ist auch die Anzahl der PC-Shipments entsprechend gesunken und der Trend verstärkt sich eigentlich. Es ist
Grafiken, die Prognosen von den Analysten, sei es jetzt IDC, Forrester und wie sie alle heißen, die durchaus ja sehr aggressive Prognosen teilweise geben für nächste Hypewellen und so weiter. Aktuell ist es sogar so, dass die ihre Prognosen nach oben noch korrigieren. Also es ist häufig so, wenn irgendein Hype-Thema auf den Markt zukommt, dann muss man erst schauen, ja, wird es denn wirklich so stattfinden, wie prognostiziert. Da gibt es ja auch durchaus einige Hype-Themen, die dann ein kurzer Hype waren, von der Bildfläche verschwinden und dann die Prognosen nicht eintreten. In diesem Fall ist es so, dass die Analysten Vorhersagen regelmäßig noch nach oben korrigiert werden. Klar, das gibt dann einmal ein Ende, aber trotzdem zeigt es wiederum sehr stark, wie wir hier vorgehen. Aus noch einem anderen Betrachtungswinkel, das ist dann auch schon die letzte Statistik, die ich zeigen möchte, ist über einen noch größeren Zeitraum. Ich versuche mich jetzt am E-Board und habe hier auch schon einen. Wenn man sich hier anschaut, das ist eine Statistik über sehr, sehr viele Jahre. Das ist jetzt heruntergebrochen auf Betriebssysteme, aber die sollen doch stellvertretend sein, auch für die Art der Geräte. Wenn man sich das anschaut, zurück in den 70er, 80er Jahren, war durchaus eine Vielfalt an verschiedenen Betriebssystemen und somit auch verschiedenen Geräteklassen vorhanden. Das ist ja in unglaublicher Dominanz zum damaligen Zeitraum, wie die Wintel, also die Windows- und Intel-basierten Systeme, welche unglaubliche Marktdominanz hier vorhanden war. Und man glaubt ja oft, okay, wenn einmal so ein Dinosaurier da ist, diese Trägheit, das wieder zu verdrängen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich finde es hier sehr, sehr prägnant. Also wenn man sich das anschaut von den frühen 90er bis zu um 2007, 2008 herum mit dem Auftreten von diesen Geräten, 90-95%iger Marktanteil, wie sich der binnen dieser kurzen Zeit auf einen Marktanteil hier von 35% verschoben hat. Bitte diese Statistiken immer ganz, ganz genau auch lesen, was ist gemeint mit Neukäufe etc. Mir geht es jetzt hier nicht um einen absoluten Detailaspekt, sondern mir geht es um die Gesamtmessage, diese Geräte mit einer Verschiebung, mit einer unglaublichen Verschiebung am Markt, die sind da, das ist vorhanden. Letzte Statistik. Das sollte jetzt zeigen, dass dieser Markt, und ich betone nochmals, ich betrachte hier jetzt nur den Tablet-Markt, ich betrachte nicht den Smartphone-Markt, weil im weiteren Teil meiner Präsentation fokussieren wir uns hier jetzt eher auf die Unternehmenseinsätze von Anwendungen von diesen neuen Geräten. Und hier ist zwar ein Smartphone durchaus auch interessant. Wir alle verwenden Kalender und auch ein wenig E-Mail etc. Aber um jetzt wirklich im Sinne von Geschäftsanwendung Daten aufzunehmen, Geschäftsfälle bearbeiten zu können, sind doch sehr, sehr schnell von den kleineren Geräten die Grenzen bald erreicht. Am Feld der Tablets sind die Grenzen definitiv weiter nach oben verschoben und das ist ein interessanter, spannender Markt, der auf uns zukommt. Wie erwähnt, bisher ein Einsatz sehr, sehr stark im privaten Umfeld, sei es Angry Birds oder ähnliches. Sehr, sehr viel wird natürlich auch verwendet, bereits im privaten und Unternehmensbereich, die Funktionalität von E-Mails, Kalender, sich zu organisieren. Das wird bereits sehr, sehr stark verwendet. Aber im Bereich der Unternehmensanwendungen wird in den nächsten Jahren sehr, sehr viel geschehen. Wir wissen auch aus sehr, sehr vielen Gesprächen, dass hier aktuell Überlegungen stattfinden, dass hier was geschehen muss. Wir wollen Ihnen dazu jetzt zeigen auch, welche Potenziale Sie hier im Unternehmen haben. Ich bin noch auf dem
Markierungsmodus. Welche Vorteile hat jetzt und welche Einsatzbereiche haben solche Anwendungen auf Tablets, Unternehmensanwendungen? Natürlich wird hier aufgrund einer doch beschränkten Oberfläche und auch der Touchfähigkeit wird man jetzt nicht Einsätze haben, die vollständig den PC mit der Tastatur, mit einem sehr, sehr großen Bildschirm, wie wir es in unserem auf unseren Arbeitsplätzen gewohnt sind, hier vollständig ersetzen. Nein, darum geht es auch nicht. Aber es gibt hier etliche Fälle, wo man mit dem großen PC, auch mit einem umständlichen Notebook, doch nicht sehr viel erreichen kann, das einfach zu umständlich ist. Und hier ist insbesondere der Bereich, wo man im Außendienst beispielsweise unterwegs ist, wo hier enorme Potenziale sind. Außendienst, es kann jetzt sein, dass es Vertriebsorganisationen sind, Vertriebsprozesse, die dabei unterstützt werden können, Serviceprozesse, Reparaturen und dergleichen. Also in diesen Bereichen wird man sicherlich die ersten starken und dominanten Einsatzgebiete sehen. Und wo liegt hier jetzt eigentlich der Vorteil? Der Vorteil liegt nicht nur, dass jetzt, bleiben wir beim Bereich Vertriebsprozess, dass jetzt der Vertriebsmitarbeiter beim Kunden auch sein Image pflegen möchte und mit dem modernsten, neuesten, coolsten Gerät einen Eindruck schaffen möchte. Auch das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor, das die Vertriebsmannschaft wiederum motiviert. Nein, es geht darum, dass man eigentlich mit diesem Einsatz vollständige Geschäftsprozesse wirklich end-to-end auch abbilden kann. Ganz kurz visualisiert. Wiederum hier soll jetzt nicht das Detail das Interessante sein, sondern die darüberstehende Message, wie kompliziert eigentlich Abläufe mit Außendienstprozessen eigentlich sind, aufgrund teilweise noch fehlender Mittel. Und was man hier machen kann, um diese Mühsamkeiten zu überwinden und hier den kompletten End-to-End-Prozess abzudecken. Ein hypothetischer Beratungs-Vertriebsprozess, wo ein Mitarbeiter mit einem, bewusst jetzt auch zugespitzt, mit einem Papierformular sein Beratungsgespräch beginnt, Notizen aufnimmt, der Formulardruck, der Kosten verursacht, im Einsatz ist, mit dem Gegenüber gemeinsam Daten in handschriftlicher Form aufnimmt, diese handschriftlichen Daten wiederum mit der Unterschrift auf dem Papier auf Postweg zurück ins Unternehmen kommen, Fehleranfälligkeit, Postweg, das geht an die falsche Stelle, das zurückkommende Dokument muss gescannt werden, muss erkannt werden, manche Handschriftlichkeiten, die da nicht sind. Also durchaus jetzt wirklich ein Beispiel, das jetzt sehr extrem noch einen sehr altertümlichen Weg anzeigt, aber trotzdem zumindest Teilaspekte findet man wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Unternehmenseinsätzen. Wenn jetzt dieser komplette Prozess, nämlich genau das Beratungsgespräch mit dem Aufnehmen von Daten, das daraus resultierende Angebot, das erstellt werden kann, in elektronischer Form beim gemeinsamen Gespräch oder natürlich auch, wenn es hier gewisse Überlegungszeiten dann von den Kunden gibt, in elektronischer Form zur Verfügung stellen. Bis hin zur Möglichkeit, das sozusagen gemeinsam festgelegte Produkt, den Vertrag, den Versicherungsvertrag, den Kreditvertrag, den Autoverkaufsvertrag, bis man den letztendlich unterzeichnet, den auch noch elektronisch unterzeichnen kann, sämtliche Daten, die ich hier mobil aufnehme, in einer durchaus eleganten und entspannten Atmosphäre, dann auch wirklich völlig zum Abschluss bringen kann. Das ist eigentlich das Ziel und die eigentliche Power hinter so einer Lösung. Das wollen wir Ihnen auch ganz kurz zeigen. Qualisoft selbst ist, der Herr Orosch hat es in seinem Vortrag auch erwähnt, mit einigen unterschiedlichen Research and Development Tätigkeiten zu unterschiedlichen Projekten aktiv.
Wir waren hier schon seit einigen Jahren aktiv mit einem eigenen Produkt, das wir entwickelt haben, mit Infinica. Und Infinica hat sich auch im Laufe der Zeit hier entsprechend weiterentwickelt, wo früher nur unter Anführungszeichen Dokumente automatisiert mit gewissen Regeln erstellt wurden, sind jetzt diese interaktiven Möglichkeiten und natürlich auch der Sprung in die Tablet-Welt gelungen. Wie kann sowas konkret ausschauen? Dazu wechseln wir auch mal wirklich zu der Tablet-Welt als solches. Der Mitarbeiter hier einfache Demo, quasi einen Versicherungsfall simulierend, ist im Verkaufsgespräch, wählt sich ein entsprechendes, das wird natürlich in irgendwelche Vorsysteme eingebettet, wählt sich einen entsprechenden Geschäftsfall aus und man ist in dem Modus hier jetzt von dem Gespräch entsprechend kurz Daten aufzunehmen. Keine Angst, ich langweile Sie jetzt nicht mit hunderten Feldern. Das ist Gott sei Dank möglich, die auch ein wenig vorausgefüllt zu haben. Also wir nehmen jetzt sozusagen im Beratungsgespräch gewisse Grunddaten auf, schauen uns an, welche Versicherungssumme hier gewählt werden soll. Sicherlich eher dann Bereiche, die wiederum die Backend-Anwendungen liefern. Trotzdem hier die Auswahl mit entsprechenden Datumsauswahl, wie lange mein Vertrag hier dauern soll. Das geht natürlich dann im Beratungsgespräch in die entsprechende Aufnahme. Das hier ist hier jetzt trivialisiert. Die Grunddaten wurden aufgenommen. Man möchte jetzt auf Basis dieser Grundinformationen zum entsprechenden Produkt mit dem Kunden den eigentlichen Vertrag formulieren. Grunddaten aufgenommen. Man hat jetzt die Möglichkeit, sich schon direkt am Vertrag, ich glaube, da wäre Interaktion im Mobilgerät, man hat hier schon am Vertrag, und das ist das Entscheidende jetzt, der Kunde kann sich wirklich an dem Endprodukt, das er bekommen wird, auch ansehen, okay, was werde ich denn hier unterschreiben? Also es ist nicht nur die Datenaufnahme, drei Tage später hat er in seinem Postkorb das eigentliche Angebot, sondern er sieht quasi live im Zuge des Verkaufsgespräches bereits, was werde ich bekommen? Also das ist hier das kurz schwenkend, man sieht hier wirklich auch, also der hat bereits das Gefühl, den Vertrag vor sich zu haben und nicht nur das Gefühl, sondern das ist der Vertrag nach Aufnahme der Grunddaten. Hier geht es jetzt sicherlich noch darum, gewisse Optionen auch auswählen zu können. Man muss gerade in der mobilen Welt den Benutzern hier als Interaktion eine möglichst einfache Interaktion auf der Oberfläche bieten können. Das heißt, die entsprechenden Bausteine, ausgewählten Texte hier zu tippen oder so, das geht einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr. Das wäre auch in einem Beratungsgespräch viel zu umständlich, da würde man vom eigentlichen Thema abwenden. Das heißt, möglichst vollständig aufbereitet, dem Mitarbeiter aufs Wesentliche reduzieren, nämlich das Auswählen der Optionen und Möglichkeiten, um dann möglichst rasch direkt zum eigentlichen Vertrag zu kommen. Wenn diese Detailoptionen jetzt dann ausgewählt sind, soll ja im idealen Verkaufsgespräch möglichst bald die Unterschrift erfolgen. Zumindest ist es der Wunsch jedes Vertriebsarbeiters, doch diesen Zyklus einigermaßen kurz zu halten, um auch sicher zu gehen, dass hier keine
zu langen Überlegungen mit Konkurrenzangeboten hereintrudeln oder dass er das aus seinem unmittelbaren Fokus verliert. 3 Wochen später erinnert er sich gar nicht mehr dran, ob er das überhaupt braucht oder nicht. Das heißt, um hier möglichst rasch zum eigentlichen Ziel zu kommen, hat man jetzt in dem Gespräch gemeinsam die Parameter entsprechend festgelegt und man kommt zum eigentlichen Thema der Unterschrift. Eine Unterschrift jetzt zu machen, da werden gleich einige von Ihnen aufspringen, naja, Moment, hier jetzt auf einem Tablet nur auf Basis von einigen Zeichenmustern, die da elektronisch aufgenommen werden, unsere Rechtsabteilung ist damit nicht einverstanden. Ja, absolut, ein wichtiges Thema ist meine Unterschrift, die ich hier leiste, tatsächlich rechtskräftig. Dazu gibt es Lösungen. Sie sehen hier wiederum, man ist jetzt im Bereich, dass die eigentliche, dass das eigentliche Dokument, also sprich die gemeinsame Aufnahme der Parameter, die man in diesem Gespräch hatte, abgeschlossen ist. Man ist unterschriftsbereit. Um diese Unterschrift jetzt rechtsgültig zu machen, müssen gewisse Vorgaben eingehalten werden. Da gibt es auch bereits ausreichend Expertenmeinungen, auch schon Urteile darüber. Hier speziell den Vertrag, den wir jetzt soeben erzeugt haben, sieht der Kunde gemeinsam vor sich. Man kann nur mal die gesamten Parameter überprüfen und unmittelbar am eigenen Gerät kann dann hier die Unterschrift an entsprechender Stelle eingefügt werden. Bei dieser Unterschrift, die ich jetzt hier setzen werde, ist es so, dass hier jetzt nicht nur das Muster aufgenommen wird, das für sich in Teilaspekten auch schon rechtsgültig wäre, sondern wir haben jetzt mit diesem Aufnehmen hier auch biometrische Daten aufgenommen. Also sprich Dinge wie die Schreibgeschwindigkeit, der Druck, kleine Werbung an Samsung, da müssen verschiedene Druckstufen von den Geräten auch erkannt werden. Ja? Also das sind lauter Parameter, die uns die Technik heutzutage schon ermöglichen. Wir müssen nur diese Möglichkeiten jetzt mit Ideen zu Innovation kombinieren und können dann mit so einem Bereich wirklich zu einer rechtsgültigen Unterschrift kommen. Das geht auch noch weiter. Sie können diese Unterschriften auch dann mit Unterschriftsproben, sofern es diese gibt, vergleichen, die biometrischen Daten. Das Bild muss nicht ident aussehen, sondern die Schreibgeschwindigkeiten und so weiter werden da miteinander verglichen. Also wirklich hochgradig fortgeschritten, was da erreicht werden kann. Und das gibt auch wiederum die Rechtsgültigkeit dann. Ja? In diesem kurzen Beispiel, Sie haben gesehen, man nimmt Daten auf. Vorteil ist, die aufgenommenen Daten sind bereits während der Erstellung, sprich während des Beratungsgespräches, auch schon im System vorhanden. Wenn man Themen nimmt wie Compliance, was wurde denn hier wirklich beraten, dann sind es sicher bestechende Argumente, dass man hier de facto ein elektronisches Besprechungsprotokoll auch mitführen kann, aber eben über den Zyklus hinaus, dass man dann auch noch zur Unterschrift und somit zum wirklichen Abschließen und zum kompletten elektronischen Abschließen des gesamten Geschäftsprozesses kommt. Das ist das eigentliche Ziel. Und das ist auch der Mehrwert, den man mit diesen Lösungen, also nicht nur um da jetzt elegant, modern und hype zu sein, auch das ist für sich schon eine nette Sache, aber wirklich hier aus Geschäftsprozesssicht vollständiger entsprechende Wertschöpfung zu erhalten. Ein Aspekt noch, ich habe jetzt nicht nur den gesamten Prozess damit abgedeckt, sondern ich habe auch noch sichergestellt, dass die Aufnahme der Daten, dass ich eine wesentliche Qualitätserhöhung habe, denn ich brauche jetzt nicht diese handschriftlichen Formulare in ein Unternehmen schicken, zeitaufwendig, das muss erkannt werden, hat eine wesentlich höhere Fehleranfälligkeit, also man erreicht nicht nur Prozessverbesserung, sondern man erreicht auch eine wesentliche Qualitätssteigerung. Ja, zurück zu zur
PowerPoint-Präsentation, ja, in gleicher Weise, wie wir das jetzt live durchgeführt haben, hier noch die entsprechenden Screenshots, Auswahlmöglichkeiten, die es gibt. Wie gesagt, Thema Rechtssicherheiten, speziell jetzt im Bereich der elektronischen Unterschrift auf diesen Geräten, möchte gleich auch auf den nächsten Vortrag vom Herrn Rund verweisen. Da geht es ebenfalls um elektronische Signaturen. Ähnliche Wörter, unterschiedliche Bedeutung hier. Also hier geht es jetzt rein um die Aufzeichnung quasi des Schriftzuges. Und hier ist ganz wesentlich, dass man nicht nur das Schriftbild als solches aufnimmt, sondern eben noch diese biometrischen Daten zusätzlich als Information dazu, die dann eine wesentlich erhöhte Vergleichbarkeit etc. bedienen. Ja, ich hoffe, Ihnen ganz kurz das Thema Tablets und vor allem auch deren Bedeutung, die auf uns zukommen wird, näher gebracht zu haben, auch eben mit den eigentlichen Vorteilen jetzt im Unternehmenseinsatz, nämlich dass wir hier wirklich Prozesse abschließen können, die wir ansonsten nicht abschließen können, kurz näher gebracht zu haben, und würde damit meinen Vortrag beenden. Danke.